Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Thüringen 2, Version 2.0. Heute werden diese komischen Bullen versorgt mit Euter. Die brauchen ein bisschen Futter. Laut Anzeige ist es notwendig, ne? Das kriegen sie jetzt auch. Die nehmen schön zu und wenn die jetzt im Frühjahr, naja, mal sehen. Dann geht's zum, naja, Schlachter haben wir ja nicht. Wir haben ja nur einen Händler. So, Hauptsache der ist nicht so groß, wie hier reinkommen. Nur ein bisschen rangieren, scheiß. Rückwärts rein, ne? Was meint ihr? Natürlich, das liegt viel. Also, die Rinder sind eine Katastrophe. Also, die kennen da nichts, da gehen die durch die Wand. Ich komme nicht durch. Ups, da schon da. Zeig erreicht. Hier werden wir auch locker zwei Anhänger reinkriegen. Zwei. 2,5 und mal Prost. Ah, das war gut. So, jetzt haben wir noch eine Fuhre. Hier ist ein Fass ohne Boden. Ich überlege mir jetzt hier nach und nach doch noch einen anderen Stall zu kaufen. Und die neuen Mastränder dann umzustellen, dass wir da nicht mehr so uns quälen müssen. Und was viel wichtiger ist, dass wir Mist rausbekommen, ne? Mist für die BGH, Mist, ja. Gas geben. Ja, Winter ist schön. Da wird ein bisschen ruhiger gearbeitet, ne? Aber nicht in Thüringen. Hier wird weitergehackt. Nach Möglichkeit. Start! Mal aufpassen, fällt man nicht von alleine auf. Dann gucken wir so vor, wenn die aufhört. Ich könnte hier links noch locker im Stall stehen, ne? Oder? Oder oben, wo die Weide ist. Muss ich mal schauen. Schöne Kuhweide. Mit Weide. Ja. Was machen eigentlich unsere Felder? Machen wir Gras aktivieren. So. Sonnenblumen. Also spätestens in der zweiten Winterhälfte ist das erledigt mit Sonnenblumen. Dann ist alles weg. Gras könnte man noch mähen, ne? Also das ist ja Raps, unser Raps, das ist Wachstum, das ist gut. Da müssten wir noch düngen, also düngen vorbereiten. Und die 42 haben wir ausgesät. Da ist auch was drin, da können wir auch dann düngen im Frühjahr. Ansonsten vom Reifegrad, Wachstum, ja. Hellgelb. Ja. Gut, die anderen. Das muss uns nicht stören, ne? Was die Fuzzis gemacht haben. Na hier, Baumpflanzmaschine. Also hier ist noch Platz für einen weiteren Stall. Also nur noch ein bisschen planieren. Gut. Aber wir machen weiter mit Mischfutter.
erntet ihn an. Düngen im Frühjahr. Wir haben im Frühjahr genug Zeit, also. Ja, wir haben nichts mehr. Also, wir haben noch Soja, glaube ich, im Lager. Fahren wir gleich rein. So, mal Platz. Ja, hat er gehört. Ich meine, ich betone mal, ich weiß nicht, ob das so gut wäre, wenn man Achsen der Bullen so frei rumlaufen lassen würde. Auf ein Tor. Na ja, gut. Ich bekomme die auch nicht weggetrieben, ne? Also. Da kippen wir noch eine Fuhre aus, dann kippen wir noch eine Fuhre. Schon wieder stoßen hier. Ja. Schon wieder alle. Vielleicht hier. Hauptsache Wasser gefriert nicht in Trock, ne? Minus 4 Grad hier, Lufttemperatur. Wahnsinn. Trockenes Hochdruckwetter. Ja. Hatten wir lange nicht mehr. Soll die Woche noch kommen. Aber heute und morgen soll viel Regen kommen. Kommen schon die ersten Meldungen. Es könnte ein bisschen Hochwasser gehen. Vor ein paar Tagen haben sie noch gesagt oder geschrieben, es wäre noch weit zu trocken. Jetzt kommt mal ein bisschen mehr Regen. Ist auch nicht recht. So. Dürfte an sich reichen normalerweise. So, Countdown läuft nicht, das ist typisch. Aber sind wir dann gleich fertig. Dann werden wir gleich unseren LKW nehmen und unseren schönen Harvester holen. Ne? Und Autolog kaufen fürs Holz. Ich habe ja alles rausgenommen, was irgendwie störend sein könnte. Also andere Sorten im Prinzip. Ich habe jetzt nur einen drin gelassen. Mal schauen, dass Probleme geben könnte. Jo. Station. Ah, das bisschen geht noch, ne? Wie jeder Berg zunimmt, ne? Wir sind ein paar Tiere mehr und da drüben ist weniger. Oh. Da fehlt noch. Ich denke mal, das könnten wir jetzt vernachlässigen, ne? Also den letzten. Der braucht ja Futtermenge. Da brauche ich jetzt zwei mit der Futtermischung. Na gut. Jetzt werden die auch mehr brauchen. Gut, wir fahren hier mal raus. Und fahren hier mal. Na! Was denn? Männchen oder was? Und dichter rangehen hier. Wollen wir mal Stroh probieren?
Ich probiere mal Stau aus. Für heute mal. Obwohl, wir haben nichts geändert, ne? Ah, stell mich mal rein. Oder? Ach, hier probiere ich mal Stau. Für den beiden Stellen den Stau reinkriegen. Rein optisch gesehen ist ja besser. Wir haben ein bisschen da. So, das haben wir auch noch. Und da hört's auf. Ob wir da den Punkt finden, um abladen können? Mal schauen. Nicht ganz so einfach. Der Strom war gleich vorne an der Tür. Mit Glück haben wir gleich Silage und Heu dazu. Irgendwie nur links raus. Und rechts geht auch raus, na gut. Junge, das Tor nicht zugemacht. Das geht nicht. Ich habe die Macht. Ich habe es ohne zu berühren zugemacht. Das ist schon Funksender gewesen, ne? Ein Funktor. So, oh, da haben wir es gefunden. Zu sehen. So, das dürfte reichen. Das ist verkehrt. Aber Stroh geht noch viel rein, aber gut. Das wäre jetzt auch egal. Mal schauen, weil Mist haben die keinen. Und da oben haben sie auch keinen Mist. Nur Gülle. Oh, Gülle. 300.000. Das lohnt sich richtig. Gut, da werden wir Gülle verkaufen, ne? Haben wir lange nicht gemacht. Achso. Gehe ja zu Fuß. Nicht mit Lenkrad. So, dann nehmen wir den LKW. Wir hängen mal den anderen wieder an. Und dann, ja, Kursplay ist nicht, haben wir nicht an. Jetzt läuft er noch, gibt's doch gar nicht. Sonst geht er vorne leider aus. So. Aber wir werden Silage nehmen, bevor uns die da bei Regen und dergleichen weniger wird. Weiß halt nicht genau, wie das genau reagiert. Muss ich aufpassen. Ich soll da keinen Verlust machen, ne? Ja, ist das ungünstig. Unsere Finanzen knappen sind, ne? So. Nur das Förderband aktivieren, das dauert auch ein bisschen. Dann müssen wir sehen, was wir noch machen können, ne? Dann können wir ja Gülle fahren. Wenn der LKW-Anhänger runter ist. Dann können wir dann nebenbei Gülle fahren. Das können wir machen, ja. So. Das müsste eigentlich passen soweit. Ja, das ärgert mich hier gewaltig, aber was soll's. Dagegen kann man nichts tun. Ich muss nicht, dass das Lötting läuft. Das auch. So. Motor starten, Junge. Muss der Motor starten. So. Das läuft.
Dann kann die Ecke genommen werden und er später die andere Ecke. Motor starten. Motor starten, Junge. So, duschen. Habt ihr nie ausgemacht? Und hier. Aber wer weiß, ne? Macht zu viel, das ist trotzdem ein Top. Ist halt so. So. Fahren wir runter. Dann haben wir es heute wieder. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss und mir winke. Ciao, ciao. Ja, morgen. Also heute in der nächsten Folge geht's weiter. Tschüss.